Wir feiern heute das 25-jährige Jubiläum der ersten Palliativstation an einer Universität, und zwar hier in der UMM Mannheim. Im heutigen Programm geht es hauptsächlich um die Palliativmedizin, die Schmerztherapie, die Zukunft der Palliativmedizin, SHPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die Schmerzlinderung, und auch die Pflege kommt mit einem Thema, mit Emotionen und Gefühle zu Wort. Also die Ziele der Palliativmedizin und auch die Zukunft der Palliativmedizin sollte sein, dass man einfach Patienten und Angehörigen die bestmöglichste Versorgung zukommen lassen kann, sie unterstützt in all ihren Problemen, in all ihren Situationen, in ihren Ängsten, und dass man sich weiterbildet, auch im Palliativcare, Medizin und auch für die Pflege. Und es sollte einfach so sein, dass man den Tagen Leben gibt und nicht den Lebentagen.